Ach, du. Hallo, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rise and Shine. Und wir sind in der sechsten Folge, und zwar haben wir in der letzten Folge den Koloss befreit. Wir haben das Herz wieder zum Schlagen gebracht und wir setzen jetzt auch direkt wieder an. So, mein Herz schlägt stärker als jemals zuvor. Nun wird es nur noch 3000 Jahre dauern, bis ich wieder erblüht bin. Ich danke euch. Gern geschehen. 3000 Jahre. Viel Spaß noch. Während meiner Erneuerung sollen alle Geschöpfe dieses Waldes unter meinem Schutz stehen. Ich bin voller Liebe, Mitgefühl und Respekt für alle lebenden Wesen der Schöpfung. Okay. Okay, das habe ich vorausgesehen. Wie geil ist das denn? Okay. Wow, Liebe und Mitgefühl sind diesen Weltraumgrundsätzen gerade voll auf den Kopf geschlagen. Verflucht, Weltraumgewürm. Wenn ich sie finde, soll mein Zorn sie erleiern. Erleiern. Wie komme ich auf erleiern? Okay. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wir haben jetzt ja... Okay, weiter geht's. Der Moment, wenn man wieder auf Gegner trifft. Nein! Jawohl. Jawohl. Nice. Weiter geht's. Komm, komm, komm. Mein Freund. Mein kleiner Rice. Ihr wollt mich da verarschen, oder? Was ist das denn für ein Hund? Aus welchem Spiel ist der Hund, Leute? Könnt ihr mir das mal sagen? Ich wusste das nicht mehr. Aha. DuckTales. Als ob ich es jetzt. Das war ein Secret, Leute. So, wo sind wir jetzt? Ah, die Tür, okay. Ja, die geht da jetzt bestimmt runter. Was haben wir hier? Hä? Das war so klar. So, auch ich habe schon mal so bei. Ich habe schon mal viele Kommentare gelesen, dass das Spiel auch echt ultra schwer ist. Wow. Bad Moment. Wie machen wir das denn jetzt? Achso, okay, keine Elektro. Auf jeden Fall. Ah! Was? Was? Das halbe Gesicht weggegessen! Oh, ich war noch auf dem falschen. Ich war noch auf dem falschen Schissen, Leute. Alles klar. So, gehen wir mal kurz hier. Jetzt. Ja, wie soll... Okay, also heißt es, ich muss kurz nach links laufen und dann wieder nach rechts. Alles gut. Gut, dann machen wir das so. So, na komm. Okay, hä, hey, jetzt schlägt er nur ein. Ich hab gedacht, der verfolgt mich. Alter. Ja. Nein! Oh, ich hab gedacht, der macht den kaputt, oder? Doch, der trifft den. Okay, mach mal. Warum stelle ich mich immer so blöd an bei solchen Spielen? So, das haben wir auch. Okay, den noch, den noch. Ich muss das echt mal aussehen, Leute. Das gibt's ja wohl nicht. Okay, hä? Ich verstehe das nicht, das System. Ach, da oben ist ein...
Mann, ich sehe es jetzt erst, dass das blinkt, ey. So für die Leute, die sich gerade gewundert haben, was das war. Das war wieder ein Follower auf Twitch. So, wir haben die erste kaputt. Ach, du... Wieso kommt der Sound immer? Ich hab das doch aus. Okay, egal. Jawohl. Zählt das jetzt? Nee. Okay, das ist jetzt gemein. Das ist gemein. Nein! Oh! Dass du aber auch sofort tot bist! Das war knapp! Nein, ich hab doch geschossen! Das gibt's doch nicht! Mann! Okay, Leute. So, jetzt einmal konzentrieren. So, jetzt. Komm, hau rein, hau rein. Jawohl. Was denn? Das spawnt direkt neben mir einer und der greift mich sofort an. Ey, was ist denn das für ein Schwachsinn? Oh Gott. Stell ich mich bescheuert an, ey. So, wir bleiben jetzt mal auf der Ebene. Kleiner Sack. Ja, komm. Mach ihn tot, komm. Jawohl. Ich hab den doch getötet! Ich krieg eine Krise! Oh, was ist das für ein Scheiß, Mann? So. Nein, ging nicht. So, jetzt. Ja. So, jetzt chillen wir mal ein bisschen, Leute. Ja, genau. Oh, Alter. Hey, kann ich auf den Kopf springen? Hab ich das richtig gesehen? Das gibt's doch nicht. Ja, voll, ja, voll! Ja, wir haben es geschafft, Junge! Mann, was ist das denn für eine Scheiße? Willst du mich da verarschen? Wie er direkt immer zurückschießt. Schieß. Boah, war das knapp. Ja, genau.
Ey, was ist denn das jetzt? Das Spiel wird ja immer schwerer, Mann. Ich meine, ich finde es ja gut, aber das ist ja echt ekelhaft. So. Das ist. Ja, komm. Das gibt's doch nicht. Genau, schießt beide auf mich. Okay. Ja. Alter, was ist das denn? Da kriegst du einen Herzkollaps. So, nochmal. Okay, das bringt anscheinend nichts. Ja, genau, und die Säure fällt genau auf meine Fläche, wo ich stehe. Mich? Nee. Oh, jetzt hätte ich mich aus der Deckung gegangen, ich Idiot. Also immer erst die Kleinen töten, Leute. Der geht doch genau auf mich drauf, oder? Das war knapp. Okay, jetzt macht er den. Ja, und er trifft mich genau. Alter, jawohl, ey, was ist denn das für ein Spiel? Das ist ja immer schwerer. Ja, was hängt denn hier? Alter Schwede, ey. Da kriegst du ja echt einen Herzkoller. Oh, Leute. Ich weiß nicht, wer von euch auch Rise and Shine spielt, aber echt, das ist echt schwer, Leute. Also, ich habe auch schon von vielen gelesen, dass sie das Spiel zurückgegeben haben. Einfach, weil es ihnen zu schwer war. Verstehe ich nicht, Leute. Seid ihr so Casual Gamer und probiert es nicht mal? Also ich probiere es wirklich hier durchzukommen, weil das Spiel einfach geil ist und es macht Spaß. Und ich denke mir dann so, die DC-Reviews auch bei Steam und so und denke mir so, Alter, wenn ihr irgendwie 2-3 Mal an einer Stelle sterbt, dann kommt, spielt ihr nicht weiter. Da denke ich mir so, ja gut. Schwierigkeitsgrad irgendwie. Deshalb entwickelt sich ja auch WoW zum Beispiel so als Casual Game mittlerweile oder Casual Game, weil es einfach die Leute nicht mehr so schwer haben wollen und die wollen nur noch schnell durchwaschen und das ist das Problem. So, der königliche Palast. Sieht nicht gerade vielversprechend aus. Okay. Oh nein. Ist das... Ja, das ist der König. Wow. Ich kann nicht glauben, dass diese Monster trotz der zahlreichen Verteidiger hier hereingelangen konnten. Hä? Das ist der König? Das ist ein Handwerker. Scheint, als hätte er etwas in der Hand. Ist das Super Mario? Soll das Super Mario darstellen? Das ist ein Famigramm lange her. Hoffentlich müssen wir nicht hineinpusten, damit es funktioniert. Mal sehen, was passiert, wenn ich... Alles klar. Ich hoffe, diese Nachricht erreicht den Träger von Shine. In diesem Moment greift die Weltgrunzer unsere Verteidigungsanlagen an und sie brechen jeden Augenblick durch. Ich habe erfahren, dass der legendäre Krieger in der Schlacht von Candyland gefallen ist. Das ist tragisch und nein und ein schrecklicher Verlust für unsere Truppen. Als neuer Träger von Shine wisst ihr sicher bereits, welche wichtige Rolle die Lenker im Kampf gegen unsere Feinde spielen. Durch die Verbindung zu ihnen und die unbegrenzten Extraleben ist Shine unersetzlich für uns. Ihr seid bei Weitem unsere stärkste Waffe. Doch trotz aller eurer Macht werdet ihr nicht in der Lage sein, die Grunzer aufzuhalten. Es sind zu viele und sie sind zu stark und zu gut ausgebildet. Sie stören jeden Planeten, auf den ihr Blick fällt. Wir vermuten außerdem, dass jemand von uns ihnen Informationen über unsere Verteidigung verrät. Ihre Angriffe zielen viele
zu dass ihre Angriffe zielen viel zu präzise auf unsere Schwachstellen. Doch es gibt noch etwas, das unseren Planeten retten kann. Ihr müsst nach RPK City gehen und den Odyssey-Tempel aufsuchen. Shine ist der Schlüssel zum Tempel. Deshalb kann nur sein Träger den Tempel betreten. Wow, RPK City? In diesem Tempel befindet sich die letzte Hoffnung, die Game of noch bleibt. Ich fürchte, ich kann euch nicht begleiten. Es heißt, die Grunzer setzen chemische Waffen gegen uns ein und es tut mir leid. Meine letzten Gedanken gelten meiner Familie und der Königin. Meiner Familie und der Königin? Alles klar. Wir alle hoffen auf euren Sieg. What the fuck? Die Palastbewohner? Es sind einfach zu viele! Noch mehr Zombies, wie originell. Oh, Sackgasse, Kleiner. Nein. Wir sind erledigt. Rice. Spring, Rice. Na los, du schaffst das, Kleiner. Hui. Okay, geiles Bild. So, meine lieben Freunde, und somit würde ich sagen, beenden wir diese Folge und wir sehen uns im nächsten Level wieder. Haut da rein, lasst eine Bewertung da und tschüss.